Wir, liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zum Eishockey. Ausverkaufte Halle, die SAP-Arena proppevoll. Das heißt entweder, dass Helene Fischer ein Konzert hat oder die Eisbären Berlin zu Gast bei den Adler Mannheim sind. Und eben genau diese 13.600 Zuschauer, die gekommen sind, durften ein spannendes und vor allem torreiches Spiel bewundern. 6:4 nach Mannheim, nach zweimaligem Rückstand, dabei drei Treffer von Frank Mauer, Chapeau Adler und Norbert Lang fast zusammen. Es hätte genügend Gründe gegeben, für die Adler an diesem Abend zu verzweifeln. Vor dem zweiten Berliner Tor hatten sie zum Beispiel selbst die Chance zum 2:1. Auf der einen Seite ging der Puck knapp vorbei, auf der anderen ging er rein. Doch der Tabellenführer dachte nicht lange nach und lamentierte nicht, sondern antwortete auf die bestmögliche Art. Er erzielte nur eine Minute und 18 Sekunden später den Ausgleich. Alles ist halt oft eine Frage des Charakters. Frank Mauer mit seinem ersten von insgesamt drei Toren. Das ist unser ganz großes Plus, der großartige Charakter. Es ist unheimlich schön zu sehen, dass die Jungs sich mögen. Wir sind jetzt schon so oft nach Rückständen zurückgekommen. So etwas schafft man nicht, wenn man sich nicht mag. Wer einen guten Charakter hat, der will niemals verlieren. Ganz ehrlich, ich genieße es, dieser Mannschaft zuzusehen. Es ist schön, ein Teil dieses Teams zu sein, obwohl die Jungs natürlich die Arbeit verrichten. Es ist in der Tat beeindruckend, wie oft diese Adler Spiele schon gedreht haben. Gegen Berlin lagen sie zweimal hinten, zuletzt nach dem 2:3 in der 29. Minute. Aber wieder fanden sie schnell ins Spiel und wieder dauerte es keine 120 Sekunden, bis der Puck im Eisbärengehäuse lag. Ein Tor, das besonders laut gefeiert wurde. Erzielt wurde es von Verteidiger Dennis Reul. Treffer vom 25-Jährigen haben Seltenheitswert. In den letzten Wochen hat er sich besonders physisch enorm entwickelt. Er hat eigentlich alles, um ein großer Spieler zu werden. Für uns ist er enorm wichtig in dieser Saison. Er spielt sehr solide. Er kommt jeden Tag hochmotiviert zur Arbeit und er arbeitet an sich. Ich glaube, er hat in den letzten Jahren irgendwie seinen Weg gesucht, wusste aber nicht wie. Mit der Unterstützung von Jeff Ward findet er ihn nun. Großartig das letzte Drittel der Adler, die nun mit noch mehr Tempo Richtung Eisbärentor rollten und mit zwei weiteren Treffern dafür belohnt wurden. Damit wurde der Rekordmeister aus der Hauptstadt im dritten Duell der Spielzeit zum dritten Mal besiegt. Nach der Niederlage von München konnten die Adler zudem den Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen. Und genau auf diese Tabelle, da schauen wir jetzt drauf. 12 Punkte beträgt der Vorsprung der Adler auf den zweitplatzierten München nach 38 Spielen. 85 Punkte bis dato, das ist eine Hausnummer. Und dieser Vorsprung auf München können sie auch noch ausbauen. Die Bayern sind nämlich am Freitag zu Gast in der SAP Arena. Am Sonntag muss der Tabellenführer dann auswärts beim Vorletzten, den Schwenninger Wild Wings.